Herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Folge von Diablo 4 und unserem Totenbeschwörerbild. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch jetzt gute Erkenntnis, Spaß und ihr werdet sehen, wie ich weiter gelevelt habe und entsprechend meine Paragon-Punkte gesetzt habe. Ich habe auch teilweise neue Ausrüstungsgegenstände gefunden jetzt in den letzten paar Leveln, die ich gemacht habe. Und ich muss an dieser Stelle vielleicht auch sagen, den Patch und den Big Nerf, den Blizzard rausgebracht hat mit der Version 1.1 und natürlich auch mit Beginn der Saison, der Season. Wir haben Gott sei Dank, was den Totenbeschwörer angeht, haben wir mal Glück gehabt. Also da hat aus meiner Sicht Blizzard die richtigen Stellschrauben etwas angepasst. Was andere Klassen angeht, finde ich, haben sie ziemlich viel Bockmist gebaut. Aber ich bin mal froh. Unsere Diener sind deutlich stärker, zumindest aus meinem Empfinden heraus, deutlich stärker als zuvor. Und ich zeige euch jetzt mal aktuell, was ich trage. Ich habe jetzt entsprechend die Ausrüstungs-Items, die auch der YouTuber, wo ich euch den Link im letzten oder im vorletzten Video gepostet habe, ich habe das mir jetzt so eingestellt, wie er es auch trägt, also die richtigen Aspekte auf dem richtigen Item. Muss aber entsprechend noch die AF-Fixe noch ein bisschen abändern oder mal ein bisschen mehr irgendwie priorisieren, dass ich jetzt neben der Glückstrefferchance, die wir uns in diesem Bild schon mal recht gut angelegt haben, dass wir auch den Fokus jetzt mehr drauf legen, dass wir Schaden auf nahegelegene Gegner noch machen, beziehungsweise unsere Diener und Schaden auf entfernte Gegner. So. Wir fangen vielleicht mal an. Buch der Toten, glaube ich, brauche ich euch nicht erklären. Das Einzige, was ich euch hier sagen kann, dass ich nicht mehr den Aspekt, was unsere Kältemagier anbelangt, nutze, dass die zugleich sie hier mit Kälteschaden eben beim Gegnerschaden verrichten, dass noch der Aspekt Blizzard herrscht. Diesen Aspekt habe ich rausgenommen, weil ich letztendlich auch festgestellt habe, dass wir ihn eigentlich nicht wirklich brauchen. Sonst hat sich hier im Buch der Toten bei mir nichts verändert. Ich kann es euch aber trotzdem kurz zeigen. Schnitter sind wir hier auf dem mittleren, eben mit der 15% höheren Chance, dass eben eine Leiche entstehen kann. Dann haben wir bei den Skelettmagiern, wie eben schon erwähnt, ganz klar hier den mittleren Punkt, dass Kälteschaden verrichtet wird. Und wir haben bei unserem Golem, nutzen wir eben den Knochengolem, der eben von uns eben 30%... Nee, Moment. Das Leben wird erhöht und die Menge der Dornen, die er von uns erhält, werden von 30 auf 50% erhöht. Das werde ich auch erstmal so lassen. Eventuell muss man mal gucken, vielleicht werde ich irgendwann auf den Blutgolem wechseln, auch auf diesen mittleren Punkt, aber momentan komme ich mit dem Knochengolem ganz gut zurecht und habe ja auch teilweise Affixe auf meinen Items drauf, die Knochenfertigkeiten eben vom Schaden erhöhen und dann macht das natürlich Sinn. So. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, was den neuen Patch betrifft, was ich höchst ärgerlich finde und nicht wirklich nachvollziehen kann, ob das wirklich so gewollt ist von Blizzard. Ich war jetzt gerade in einem Albtraum-Dungeon drin und ich bekomme als 81er 60er Sachen. Hä? Also, das kann nicht so gewollt sein. Ist auch selbst bei einem legendären Ring, der ja jetzt so auch gar nicht so schlecht ist, bekommen wir hier Stufe 60. Also, das und aber nicht nur. Also, wir haben Stufe 60, haben wir schon Stufe 80 schon wieder. Stufe 60. 60, 60, hier wieder 80. Also, das kapiere ich überhaupt nicht. Warum man hier, naja, ist auch wurscht. Man muss ja nicht alles kapieren. Also das soll mir mal jemand erklären, ob das wirklich so gewollt ist und was das für einen Sinn haben soll. Aber gut. Beim Kopf trage ich den seimige archaische Beckenhaube. Das ist ein ganz gutes Item mit 770 und wir haben jetzt hier eben auf Rang 5 abgegradet. Ihr müsst nicht auf Rang 5 upgraden. Ja, Leute, natürlich verbraucht ihr da Unmengen an Ressourcen. Wenn ihr
Ja, ich mache das immer so, wenn ich so annähernd an dieses Level, selber vom Level bin, also gut, das ist jetzt 68, ich bin 81, das ist nicht unbedingt sehr nah dran, aber auch bei anderen Ausrüstungsgegenständen, hier beispielsweise 79, und ich auch merke, das würde uns nochmal deutlich einen Vorteil schaffen, dann grade ich ab auf 5, ansonsten langt es, wenn ihr auf 4 upgradet und erst ganz am Schluss, wenn ihr wirklich die Items habt, wo ihr annähernd den Max-Roll habt von dem Item, dann natürlich auf Rang 5 upgraden. So, beim Kopf haben wir Skelettmagier erhalten 7,2% unserer Dornen. Wir haben Widerstand gegen Schatten. Wir haben 6% mehr Rüstung. Und hier hatte ich entsprechend was drauf, wo ich mir gedacht habe, nee, das brauche ich als solches nicht. Dann möchte ich lieber mir Intelligenz draufzaubern. Hier war bei jeder Verzauberung, die ihr jetzt auf den Ausrüstungsteilen seht, war natürlich mein Gedanke, wir müssen hier noch irgendwie entweder Schaden auf Knochenfertigkeiten erhöhen, Schaden auf nahegelegene Gegner, Schaden auf entfernte Gegner. Das waren so diese drei Affixe, die ich eigentlich priorisiert habe, aber nichts davon ist gekommen. Dann ist Intelligenz gedroppt und nachdem bei mir die Verzauberungen mittlerweile über 1 Million kosten, gut, wir haben 37 Millionen, das ist ganz in Ordnung, aber es wird ja immer mehr. Deshalb habe ich gesagt, nee, komm jetzt hier mit Level 81. Die 45 Intelligenz tun uns gut, pushen letztendlich unseren fertigen Schaden, also sprich alles, was wir, wo wir mit Schattenseuche und Schattenschaden verursachen, wird ja nochmal nach oben geschraubt und das ist sicherlich sinnvoll. Auf dem Kopf dann entsprechend hier, mein Wort, entsprechend. Wir erhöhen hier unsere Skelettmagier eben um 2. Und haben ganz normal auf jedem Ausrüstungsteil bis auf Handschuhe und Beine haben wir hier natürlich den Saphir drin, also den königlichen Saphir, ja, fünfeckig, legt ihr euch da mit rein. Wir brauchen bei den Ausrüstungsteilen eine Schadensreduktion durch den königlichen Saphir und bei unseren Waffen, die Damage verursachen, diesen natürlich auch, aber dort verursachen wir eben bei Gegnern, die unter Kontrollverlust leiden, also sprich, die in der Schattenseuche stehen, 12% mehr kritischen Trefferschaden. Und das habe ich, wie gesagt, bei meinem schwarzen Fluss und bei meinem Fokus. Den zeige ich euch dann, wenn wir soweit sind. So, bei der Brust haben wir einen recht gutes Item bekommen. Ihr seht es, 79, wir sind 81, das ist sehr gut. Hier habe ich auf 5 auch upgegradet. Bei einer Gegenstandsmacht von 799 plus 25. Wir haben hier die Möglichkeit gehabt, eben einen Wert auch noch zu verändern übers Verzaubern. Und da habe ich mich natürlich fürs Leben, für die Diener entschieden. Das ist immer sinnvoll. Wir haben hier auch eine erhöhte Rüstung von 7,2% drauf. Haben hier 20,3% Schaden für Fertigkeiten des Typs Knochen, sprich für unseren Golem sehr wichtig. Haben nochmal Widerstand gegen Blitz und haben hier den Aspekt eben drauf, dass wir... Dass unser Rüstungswert sozusagen 4 Sekunden lang um 0,5% bis maximal eben 30% stapelbar eben erhöht wird. Das ist sehr, sehr sinnvoll, das solltet ihr auch tun. Dann natürlich ganz zweimal eben, wie gesagt, wieder auch den königlichen Saphir drauf für die Schadensreduktion, während wir gestellt sind. Die Handschuhe sind gleich geblieben, Gebrüll aus den Tiefen einzigartig, brauche ich nicht erklären. Ihr seht, was drauf ist. Der Aspekt ist schön, der drauf ist, mit dem instabilen Skelett, kennt ihr auch schon, ist nichts Neues. Ist natürlich auch, aber hier mit Stufe 65, da wäre es natürlich schön, wenn wir nochmal ein einzigartiges Item bekämen von dem Gebrüll aus den Tiefen, dass wir hier von unserer Glückstrefferchance, Angriffsgeschwindigkeit und Chance auf Betäuben, Furcht und die Leichenexplosion durch ein instabiles Skelett eben noch weiter nach oben fallen vom Damage her. Bei den Beinen habe ich die Kriegsherrenbeinplatten des Beschützers mit einer Verzauberung plus 41 Intelligenz. Drauf war plus 263 Dornen, das ist sehr sinnvoll. 3 Ringe auf Leichenexplosion. Da werde ich sicherlich auch mal gucken, wenn wir nochmal ein Legendary bekommen, was uns eventuell 3 Ränge im Standard sozusagen schon bietet, wo der Max Roll die 4 wären, dass wir uns hier um einen Rang verbessern können. Dann haben wir 34,8% maximales Leben für Diener
und haben hier eben den Aspekt der Barriere, wo wir eben 10 Sekunden die Chance haben, nein, wo wir 10 Sekunden eine Barriere bekommen, die 4141 Schaden sozusagen absorbieren. Da sind wir im Mittelfeld. Hier gilt es natürlich auch, diesen Wert weiter zu verfolgen, diesen Aspekt. Wenn wir den irgendwo nochmal sehen, wo er besser ist, dann wird der entsprechend auf die Beine drauf genommen. Schadensreduktion bleibt gleich, wenn wir gestählt sind, 2x3%. Bei den Beinen haben wir die blutholenden Runenstollen, wo ihr auch seht, wir bekommen für ein Drillen eine Sekunde lang 75% Bewegungsgeschwindigkeit. Ich habe aktuell mit dem Totenbeschwörer leider einen Bug. Den hatte ich jetzt auch schon länger. Der wurde leider seitens des großen Updates von Blizzard immer noch nicht gefixt. Und zwar ist das der Bug, wenn ihr einmal entrinnen habt, nein, anders, wenn ihr im Standard einmal entrinnen habt, dass ihr einmal dodgen könnt, gibt es aktuell beim Totenbeschwörer einen Fehler, dass der Totenbeschwörer nach dem Dodgen stehen bleibt und sich 4 Sekunden nicht mehr bewegen kann. Worst Case. Worst Case, wenn wir natürlich in Innis unterwegs sind, die weit über unserem Level sind, im 90er-Bereich oder vielleicht noch höher. Wenn ihr das habt, ich habe wegen diesem Scheißdreck, bin ich schon mal 4-mal gestorben in einem Albtraum-Dungeon und wir haben auch nur 4 Leben. Das war's dann. Also da sollte Blizzard endlich diesen Bug mal ausmerzen. Ihr könnt diesen Bug umgehen, wenn ihr, was euer Entrinnen angeht, wenn ihr mehrere Chancen habt zu entrinnen. Es gibt ja manchmal die Möglichkeit, dass ihr für Entrinnen +1, +2 bekommt. Dann könnt ihr diesen Bug umgehen. Ansonsten würde ich euch sehr empfehlen, dass ihr auch schaut, dass ihr irgendeinen Geschwindigkeitsboost bekommt, wenn ihr einmal entrinnt. Es ist, wie gesagt, es ist absolut nervtötend. Diesen Bug hat auch hat nur der Totenbeschwörer und auch beispielsweise, wenn wir den reinen Knochenbild priorisieren. Gleiches System. Leider bleibt der Charakter stehen und wir können nur hoffen, dass uns der Gegner nicht trifft, aber es ist meistens dann schon zu spät. Wie gesagt, Blizzard, hier musst du schnellstmöglichst nacharbeiten. So, dann haben wir bei den Schuhen, da seht ihr, wir haben Schattenwiderstand drauf, wir haben 3 Ringe auf Leichenranken. Das ist etwas seltsam. Wir hatten die 3 Ringe auf Leichenranken im Standard gehabt. Ja, ihr seht in Klammern 3 bis 4. Normalerweise, zumindest vor dem Patch, war es so, dass wenn wir von den Aufwertungen von Rang 1 von 5 bis Rang 4 bis 5 beispielsweise abgegradet haben und würden dann auf Rang 5 upgraden, bekamen wir in der Regel einen Rang dazu. Ja? 4 Ränge hätten wir dann gehabt von Leichenranken. Ich weiß nicht, was Blizzard oder ob das auch wieder ein Bug ist. Wir haben hier auf Level 5, auf Rang 5, wieder nur 3 Ränge und nicht 4 Ränge. Kann ich nicht verstehen, weil es war immer so, dass man noch einen Rang, wenn man eine Sache eben komplett ausgebaut hat, hat man einen Rang zusätzlich bekommen. Natürlich nur, wenn in Klammern, wie hier, 3 bis 4 steht. Wenn da nur eine 3 steht in Klammern, dann ist 3 das Maximum. Man könnte hier keinen weiteren Rang dazu bekommen. Dann haben wir 45 Intelligenz drauf, das ist natürlich wieder super. Und wir haben +18,8 Bewegungsgeschwindigkeit. Das merkt man enorm, dass wir deutlich schneller laufen, im Standard laufen. Und das hilft mir sehr, weil wir bei diesem Bild nach wie vor auf unsere Position achten müssen. Wir müssen uns öfters bewegen, wir müssen uns immer wieder anders positionieren, um dann auch entsprechend die Leichenranken wieder zu zünden, um die Gegner wieder zusammenzuziehen. Und somit sollte, also die Mobilität sollte schon gegeben sein. Dann haben wir hier den Aspekt drauf, dass unsere Skelettkrieger die Anzahl um 2 erhöht wird. Den schwarzen Fluss habe ich euch schon gezeigt, den kennt ihr. Die Werte sind super, Schaden gegen entfernte Gegner, Schaden gegen gesunde Gegner, 66 Intelligenz, ein Rang für die passive Fertigkeit Kraftbringender Tod. Das ist ja das, wenn dann entsprechend eine Leiche
sozusagen von uns verbraucht wird, dass sich der Schaden jetzt aktuell um 12% eben erhöht, glaube ich. Wir hatten vorher 4 von 3, ja? 12% erhöht. Wir haben aber hier nochmal einen mehr bekommen durch ein anderes Ausrüstungsteil und die 15% ist super. Das, da gehe ich dann mal ganz kurz durch, aber es ist eigentlich so, habe ich hier nichts mehr verändert in meiner Skillung. Es sind halt jetzt Items, die die jeweiligen Skills nochmal beeinflussen. Aber wir können das sicherlich dann mal ganz kurz im Schnelldurchlauf, können wir das durchgehen. So, dann haben wir als Amulett den verpesteten Reif. Der ist neu. Wir hatten vorher ein Amulett drauf, der uns auf die Fluch einen Rang gab, also auf makabre Fertigkeiten, glaube ich, einen Rang gab und auf Leichenfertigkeiten einen Rang gab. Da habe ich mir, für eine Verzauberung entschieden, dass wir hier eben einen Rang nochmal für die passive Fertigkeit kraftbringender Tod bekommen. Da pushen wir uns dann im Grunde uns ja auf diese 15%, wenn wir eine Leiche verbrauchen, wo wir mehr Schaden machen. Und das Amulett ist in dem Sinne besonders, weil das Amulett hat es mir möglich gemacht, dass ich meinen Schild ablegen konnte. Weil das Amulett, so ihr seht es hier, auf Rang 5258 Dornen uns bietet. Das Schild hatte ich ausgebaut bei 700, 750, 800 Dornen ungefähr. Also wir haben hier so oder so ein Plus von fast 400 Dornen, die wir nochmal zusätzlich bekommen. Haben dann, erleiden dann weniger Schaden, 12,5% weniger Schaden durch Gegner, die von Schattenschaden über Zeit betroffen sind. Bekommen hier eben einen Rang auf die passive Fertigkeit kraftbringender Tod. Haben eine 5,4%ige Glückstrefferchance, wenn wir eine Barriere haben, und die haben wir relativ oft. Und haben hier natürlich den Aspekt drauf, dass wir 6 Sekunden 128% mehr Schaden verursachen, nachdem die zentrale passive Fertigkeit Schatten solche Gegner sozusagen 10-mal Schaden zugefügt hat. Wie gesagt, ist sehr gut und haben allgemein 26,5 Widerstand gegen alle Schadensarten drauf. Hier natürlich ganz klar dann einen königlichen Totenschädel, den ihr reinpackt, um euren Rüstungswert hier weiter zu pushen. Plus 250. So, Reif der Animation, Reif der Reanimation ist, glaube ich, auch ein neuer Ring, oder? 68, nein, der ist alt, ist noch gleich geblieben. Ich habe mir allerdings hier einen Wert noch verändert und habe mir 5,7% kritische Trefferchance draufgeballert, weil ich von der kritischen Trefferchance zumindest jetzt im 20er-Bereich liege. Vorher waren es ja lächerliche 13% oder 14%, was wir da gehabt haben. Jetzt sind wir annähernd 25%. Allerdings müssen wir jetzt gedanklich auch mal so ein bisschen drauf gucken, dass wir unseren kritischen Trefferschaden noch ein bisschen hochpushen. Genau, ihr seht, was drauf ist. Maximales Leben für Diener ist super, 44% ist mega. Golems erhalten 8,4% unserer Dornen und wir haben hier eben den Aspekt drauf, dass unsere Skelette höheren Schaden erhalten, solange sie am Leben sind, bis maximal 39%. Vorher hatten wir 32%. Ich habe jetzt letztens nochmal ein Ausrüstungsteil gefunden, wo hier 39% drauf waren. Also da sind wir fast im Max-Roll. Bis 40 geht es. Und deshalb habe ich mir den hier draufgelegt. Und natürlich auch entsprechend wieder mit dem Totenschädel für die Rüstung. So, dann haben wir den Kreis der greifenden Adern. Das ist ein neuer Ring. Ja, hier, mach mal schnell fertig. Mach mal schnell platt hier. Dankeschön. Noch jemand? Ja, noch jemand. Hallo, mach mal platt. Danke. So. Oh. Leute. Oh, jetzt ist Ruhe. Nee, doch nicht. Das ist der Wahnsinn. Okay. So, hören wir hier ein bisschen außen hin. So, dann. Das ist neu. Wir hatten den Schild. Ich habe einen Fokus gefunden. Schlangenstein des rasenden Todes.
Und das ist richtig cool. Ja, wir haben in Verbindung jetzt mit dem Schwarzen Fluss, der ja auch circa so 1296 Schaden pro Sekunde macht, haben wir hier nochmal 1272 Schaden pro Sekunde. Das ist enorm. Vergesst es allerdings, es ist enorm, ja, aber wir haben ja, wo wir den Schild getragen haben, hat uns ja das Schild nochmal 80% Waffendamage von unserer Haupthand, wird ja auch dazu gezählt. Dennoch, wie es auch mein amerikanischer Kollege gemacht hat, der trägt einen Fokus, allerdings trägt der einen Fokus zusammenhängend mit einem Einhandschwert. Und das ist das, wo ihr auch darauf achten müsst. Natürlich könnt ihr den Schwarzen Fluss jetzt auch erstmal benutzen. Dieser Aspekt der Leichenexplosion, der ist einfach auch sehr, sehr reizvoll. Dennoch, wenn wir hier ein Schwert bekommen, was uns einen hohen, also der uns im Schaden, der unter dem DPS-Wert uns einen hohen kritischen Trefferschaden uns gibt und wir zusätzlich nochmal hohen kritischen Trefferschaden drauf haben, dann werde ich diesen Schwarzen Fluss sicherlich irgendwann ablegen. Dass wir unseren kritischen Trefferschaden hier noch ein bisschen hochpushen können. Also der Fokus ist super. Wir haben 10,3% Abklingzeitreduktion. Warum Abklingzeitreduktion? Ihr müsst gucken, gerade wenn wir gegen stärkere Gegner spielen, dass ihr einfach, was diese Leichenranken angeht, ja, wir haben auf Altern haben wir letztendlich keine Abklingzeit. Das können wir so oft zünden, was ich ja auch mache, um damit möglichst alle Gegner zuzudotten und eventuell auch die Chance zu haben, dass eine Leiche sozusagen erstellt wird. Aber die Leichenranken, die bei uns jetzt aktuell 8,48 Sekunden Abklingzeit haben, ist natürlich schon besser, wenn wir hier die Abklingzeit ein bisschen nach unten drücken, dass wir uns die Leichenranken einfach öfters zur Verfügung stehen, dass wir immer mal wieder gucken, wie wir uns den Gegner sozusagen parat legen, um dann entsprechend ihn mit unserem Schattenschaden, unserer Leichenexplosion eben dann zuzudotten. Dann haben wir 7,5% kritische Trefferchance drauf. Das habe ich mir als Verzauberung draufgenommen. Haben Glückstreffer drauf. Chance bis zu 22,5% auf Verlangsamen. Ist nie verkehrt. Haben nochmal eine 6,3%ige Glückstrefferchance von Haus aus drauf. Und haben hier eine 12,4% kritische Trefferchance gegen verletzte Gegner. Eingeprägt ist hier ganz normal. Eingeprägt habe ich hier den folgenden Aspekt. Wenn einer von uns beschworener Diener sozusagen einem Gegner Schaden zufügt, erhält er 3 Sekunden lang 12% Angriffsgeschwindigkeit bis maximal 36%. Machen wir es kurz. Ist sehr, sehr sinnvoll. Je höher der Damage, desto schneller ist der Kampf vorbei. So, das sind die Ausrüstungsteile. Jetzt gehen wir mal ganz kurz in die Fertigkeiten rein. Es hat sich hier nichts verändert, nur dass ihr es nochmal kurz gesehen habt. Für all diejenigen, die jetzt vielleicht hier erst dieses Video angeguckt haben und noch nicht beim ersten Video, weil nachdem ist das ja Update Nummer 7, oder? Ja, Nummer 7. Zersetzen 1, verbessertes Zersetzen 1, Zersetzung des Akolyten 1. Dann unter Kernfähigkeiten geht der passiv in das geschundene Fleisch rein mit 3 Punkten. Unter Leichenfertigkeiten und makabre Fertigkeiten geht ihr einmal in die stachelbewehrte Rüstung, dreimal in Beherrschung von Skelettkriegern, einmal in Bluternte und dreimal, wie gesagt, das ist über Items, dass ich 5 habe, dreimal auf den kraftbringenden Tod. Leichenexplosion aktuell seht ihr durch Gegenstände 3, also da solltet ihr 5 auf jeden Fall reintun. Verbesserte Leichenexplosion und die verpestete Leichenexplosion. Dann unter Fluchfertigkeiten geht ihr mit 3 Punkten in Umarmung des Todes, in den verstärkten Schaden, einmal in Altern, ins verbesserte Altern und in das abscheuliche Altern. In die Beherrschung von Skelettmagie natürlich voll mit 3 Punkten, genauso wie auch in die Todesweite mit 3 Punkten. Dann unter Leichenfertigkeiten und makabren Fertigkeiten, aktuell bei mir durch Gegenstände 3, würde euch ein Punkt auf Leichenranken langen. Es ist aber sicherlich nicht verkehrt, wenn ihr hier noch ein paar Punkte durch Items bekommt, so wie ich, also Rang 4.
geht dann in die verbesserten Leichenranken und in die verseuchten Leichenranken, haut hier die nekrotischen Panzer mit 3 Punkten rein, geht beim nächsten Knotenpunkt in, bei den ultimativen Fertigkeiten passiv in die Beherrschung von Golems mit 3 Punkten, inspirierender Anführer 3 Punkte, versessener Kommandant 3 Punkte, in Essenz gebunden 3 Punkte und in den Widerstand des Todes mit 3 Punkten. Geht dann in die letzte, in die zentrale passive Fertigkeit, in die Schattenseuche. Was die Paragon-Punkte angeht, wisst ihr Bescheid, das ist alles gleich geblieben, ich habe nichts verändert. Wir nehmen hier alle seltenen, zumindest die in unmittelbarer Reichweite ist, nehmen wir mit. Wir hauen uns an Glyphen, beim ersten Board hauen wir uns den Grabhüter rein, bei mir momentan auf Rang 14, ihr seht es, wir machen 18% mehr Schaden, kriegen 180 Rüstung, haben 18 Intelligenz mehr, verleiht allen seltenen Knoten in Reichweite, also alles, was in diesem roten Bereich drin ist, einen Bonus von 90%. Wenn ihr entsprechend den Grabhüter, die Grabhüter-Glyphe auf 21 levelt, bekommen wir hier, glaube ich, was um die 130-140% mehr. Also ein Bonus auf alles, was hier in dem roten Bereich drin ist. Ja? Also auf das, ja, auf alles halt einfach. So, hier haben wir den Magier drin. Aktuell bei mir auf Rang 14. Immerhin 95% Schaden für Skelettmagier und sie bekommen eben 25% höheren Widerstand gegen alle Schadensarten. Das ist wirklich, wirklich super. Das haut ganz schön rein. Die machen richtig gut Damage. Dann nehmt ihr hier eben die seltenen Knoten Herrscher mit 20% Dienerschaden, 10 Intelligenz, 90% Schaden für Skelettmagier nehmt ihr mit. Genauso wie auch die Schadensreduktion bei dem Obhut für eure Diener. 10 Intelligenz, 19% Schaden für Skelettmagier. Nehmt den Puppenspieler mit 20% Dienerschaden, 5% Angriffsgeschwindigkeit von Dienern, sowie auch den erfüllten Krieger mit 34% Schaden für Skelettkrieger, 6,5% Rüstung für Skelettkrieger. Geht dann hier entsprechend hoch, priorisiert erstmal diesen Punkt. Erfüllter Beschwörer mit 34% Schaden für Skelettmagier, 16% Widerstand gegen alle Schadensarten für Skelettmagier. Und wenn ihr den entsprechend hier schon mal eingenommen habt, geht ihr hier von dem Geschicklichkeits-Note, geht ihr rüber und holt euch hier natürlich den Kultanführer, dass unsere Diener 15% mehr Schaden pro aktiven Dienertyp machen, sprich 15% Skelettkrieger, 15% Skelettmagier und 15% Golem. Also insgesamt 45%. So, dann geht ihr hoch. Ja, tut euch rechts orientieren. Mal so. Geht hier hoch, holt euch natürlich den nächsten legendären Knoten, den Fleischfresser. Der Verbrauch von 5 Leichen verleiht 6 Sekunden lang 40% mehr Schaden. Wenn ihr, wie ich, den schwarzen Fluss trägt, diese Einhandsense, wisst ihr ja, es wird neben einer Leiche 4 weitere Leichen verbraucht. Das heißt, wir würden dann entsprechend diesen legendären Knoten dadurch bedienen und würden hier nochmal 6 Sekunden 40% mehr Schaden verursachen. So, dann geht ihr hier hoch, nehmt euch die Geschicklichkeit mit, geht rüber in die Willenskraft, 4 Punkte hoch. Und geht dann erstmal hier rüber, holt euch den Knoten belesen, 4% Widerstand gegen alle Schadensarten, plus 10 Intelligenz, plus 15% Schaden gegen Gegner, die unter Kontrollverlusteffekten leiden. Nehmt euch die 2 blauen mit, geht hier hoch, nehmt euch 3-mal die Intelligenzpunkte mit, setzt hier die Glyphe Kontrolle ein, 45,1% Schaden gegen Gegner, die unter Kontrollverlusteffekten leiden. Das ist auch eine Glyphe, die man beispielsweise bei dem Frostmagier benötigt, der ja mit dem Unterkühlungseffekt arbeitet. Nehmt hier einen Punkt noch, 5 Intelligenz oberhalb des Glyphenknotens mit. Und hier geht es jetzt wie folgt weiter, wenn wir entsprechend die Levels dann auch gemacht haben. Ihr geht hier noch bis hier diesen Knoten, also ihr nehmt noch die 5 Intelligenz und diese 5 Intelligenz mit und geht dann runter
und nehmt das hier alles mit. 8% Schaden gegen Elite-Gegner, 7 Geschicklichkeit, 8% Schaden gegen Elite-Gegner, 8% Schaden gegen Elite-Gegner. Die 7 Geschicklichkeit braucht ihr nicht unbedingt, könnt ihr aber machen. Es wird ja, die kritische Trefferchance wird dadurch ja auch erhöht. Genauso, ihr könntet auch hier auch die 5 Geschicklichkeit auch nochmal nehmen. Und nehmt natürlich hier den Präzisionsschlag als seltenen Knoten. 16% Schaden gegen Elite-Gegner, 10 Intelligenz. Wenn ihr entsprechend hier die 360 Geschicklichkeit erreichen solltet, würdet ihr zusätzlich nochmal 16% Schaden gegen Elite-Gegner machen. Und das ist natürlich enorm. Dann haben wir allein hier, was das hier angeht, haben wir 8, 16, nochmal 16, 32. Wenn wir den Bonus erfüllen, 32, 48% mehr Damage gegen Elite-Gegner. Ist mega. Wenn ihr das gemacht habt, geht ihr hier rüber, nehmt den Geschicklichkeitspunkt mit und diesen und geht von diesem dann gerade hoch, weil wir uns diese Sachen hier noch sichern. 1,3 Angriffsgeschwindigkeit, Glückstrefferchance von bis zu 5% verletzte Nicht-Elite-Gegner hinzurichten. Hier nochmal Angriffsgeschwindigkeit und nehmen die Auslese noch mit, Glückstrefferchance von bis zu 10% verletzte Nicht-Elite-Gegner hinzurichten. Und wir bekommen hier nochmal 2,5% Angriffsgeschwindigkeit. Und wenn wir den Bonus auch erfüllen, bekommen wir nochmal 10% verletzte Nicht-Elite-Gegner hinzurichten, wenn wir es eben entsprechend haben. So sieht es aus, meine lieben Freunde. Das werde ich jetzt auch so machen. Dann muss ich mich auch erstmal orientieren, wo es weitergeht. Ich vermute mal sehr stark, dass wir dann wahrscheinlich hier noch runtergehen, um dann zur 4. Tafel zu gelangen. Wie es dort aber genau aussieht, weiß ich noch nicht. Da bin ich sehr gespannt. Und das sollte es gewesen sein. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Entsprechendes Gameplay habt ihr am Anfang gesehen. Ich bin noch so ein bisschen mich am Rantasten, wie weit ich von dem gegnerischen Level, wie weit ich mich hochtraue. Momentan ist der Stand bei Tier 40, haben wir, glaube ich, Level 94 Gegner und das ist schon ganz schön anspruchsvoll. Das Blöde ist, ich vermeide es jetzt zu weit nach oben zu gehen, weil dieser Bug einfach des Dodgens, danach eben der gefixt zu sein, sich nicht mehr bewegen zu können, ist auf höheren Leveln im Dungeon einfach tödlich. Und das muss schnellstmöglichst einfach gepatcht werden vom Blizzard, weil das ist erstens mal, das ist einfach totaler Käse. Deshalb, und letztendlich, ihr wisst es ja, die 25% schnelleres Leveln über Albtraum-Dungeons, wenn die Gegner mindestens 3 Level über uns sind, das gibt's ja nicht mehr. Das wurde ja um 20% genervt von Blizzard. Ja, also wir haben hier maximal, wir haben hier 4,5%, und wo wir mehr Erfahrung der Gegner bekommen, wenn wir sie töten. Und wenn wir einen Trank tragen, der uns ja zusätzlich 5% gibt an schnelleren Erfahrungspunkten, dann haben wir hier maximal, also auch wenn der Gegner Level 100 ist, wir haben maximal 9,5%, wo wir mehr Experience bekommen. Deshalb ist das so ein Abwägen. Braucht man das dann, wenn man eh nicht schneller levelt, ist eigentlich total egal. Und für mich ist natürlich auch ausschlaggebend, wenn wir irgendwann mal hoffentlich diesen Ring of Mandeln bekommen, der ja uns dann nochmal deutlichen Damage-Boost verpasst, vielleicht dann, ja, vielleicht kann man dann wirklich es mal wagen, dass man mal guckt, wie weit man kommt. Aber trotzdem sollte dieser Bug von Blizzard schnellstmöglichst gefixt werden. So, meine Lieben, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir werden in der nächsten Folge, ich peile mal so die 85, 86, 87 vom Level an. Wenn sich bis dahin grundlegend noch was verändert hat, gibt es natürlich wieder ein Video. Ansonsten geht die Reise weiter bis Level 100. Butcher vielleicht nochmal ganz kurz. Butcher ist momentan nicht zu schaffen. Also, ich weiß nicht wie, ich habe ihn vor dem Patch legen können mit dem Totenbeschwörer. Aber beim Butcher entweder greifen da andere Mechaniken. Da sind meine Diener ganz, ganz schwach.
Die kriegen 3-4 Schläge und sind alle weg. Ja, und dann wisst ihr selber, ohne Diener sind wir aufgeschmissen. Wenn man zu zweit ist, klar kann man ein bisschen gucken, dass man das besser steuern kann. Aber alleine, aber bei. So ist es halt. Ihr könnt ja sonst gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr mit eurem Totenbeschwörer Butcher legt, weil er zumal ja auf Leichenranken oder auch auf Altern keine Reaktion zeigt. Man kann ihn nicht verlangsamen. Und deshalb schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Und dann freue ich mich, ja, was ihr zu berichten habt. Macht's es gut, bis zur nächsten Folge. Ciao.